Ich kann es aber sagen, das hier wird der letzte Haul für ja, 2021 sein. Danach muss ich wirklich erstmal sparen. Es tut mir so unfassbar leid. Ich habe euch angelogen und das ist absolut nicht wieder gut zu machen. Es war absolut keine Absicht, aber das kann ja im Endeffekt jeder behaupten. Wichtig ist, dass ihr wisst, dass ich versuche, diesen Fehler nicht noch einmal zu machen. Und damit ein herzliches Willkommen hier zum allerletzten Lego-Haul fürs Jahr 2021. Ich weiß, ich bin ein richtig schlechter Mensch. Dieses Haul-Video ist die alleinige Schuld von Dradraika. Er hat mich nämlich darauf aufmerksam gemacht, dass circa anderthalb Stunden von mir entfernt ein Spielzeugladen schon die neuen Lego Star Wars Januar-Neuheiten von 2022 hat. Und das konnte ich mir natürlich nicht entgehen lassen und bin hingefahren und kam dann eben mit dieser wunderbaren Tüte wieder. Also Dradraika, wenn du das siehst, ganz böse Aktion. Jetzt würde ich aber auch sagen, beginnen wir mit dem Unboxing hier aus der Tüte. Es ist auch wirklich nur diese eine Tüte, die dazu gekommen ist, aber dafür die besten Sets, die ich erwischen konnte. Und ich fange mal an mit dem langweiligen. Wahrscheinlich, das ist hier dieses kleine Stunt-Set, das Motorrad mit dem kleinen Hühnchen drauf, ich weiß gar nicht. Das wollte ich unbedingt haben und die hatten das alle nicht und das hatte irgendwie Lieferschwierigkeiten und niemand hat das bekommen. Deswegen bin ich sehr froh, dass eben der Laden das jetzt mit den Januar 2022 Neuheiten dann endlich mal ausgeliefert bekommen hat. Set Nummer 2 ist dann ein Star Wars Set und das ist natürlich ganz wunderbar. Es musste sein, das hatten sie nämlich dann auch schon da, die Razor Crest, den wunderbaren Microfighter zum ersten Mal mit den neuen Stunt-Shootern dabei. Ich bin mega gespannt auf den Aufbau. Werde ich hier alles natürlich auch vorstellen, auch das Kleine natürlich. Und es sind ja 3 Star Wars Sets, die insgesamt in den freien Handel kommen. Das zweite davon ist natürlich das Snowtrooper Battle Pack. Da habe ich auch tatsächlich das letzte von erwischt. Vielen herzlichen Dank, dass sie das noch für mich da liegen hatten. 1990 kostet das Ding hier, das war 10 Euro und das war, was ist denn das hier, 8 Euro, genau. So, nur mal kurz zu den Preisen. Ich habe es auch für Vollpreis gekauft. Ich wollte sie einfach jetzt schon haben. Und das letzte einzelne Set, was dazugekommen ist, das macht natürlich die Tüte jetzt ein bisschen größer, als sie eigentlich ist, ist dieser wunderbare Hoth AT-ST. Eine riesige Verpackung, eigentlich ja eine Boxgröße von so. Da haben wir auch den AAT drin gehabt zum Beispiel. Jetzt ausnahmsweise mal in Hochkant und mit dem großen Hoth AT-ST da drauf. Ein wunderbares Set. Ich bin gespannt, wie er aufgebaut aussieht von der Packung her. Kann ich ihn persönlich noch nicht so leiden. Und eine Sache habe ich noch mitgenommen. Und zwar hatten sie tatsächlich schon die Minifiguren Serie 22, also die blauen, die jetzt rauskommen. Sie hatten einen kompletten Kasten da. Und ja, ihr wisst ja, ich packe gerne komplette Kästen aus. Deswegen haben wir jetzt die 71032. Das ist dieses blaue Ding. Ich habe es hier oben drin. Ich werde die Box dann auch komplett hier auspacken. Beziehungsweise ich habe da so einen kleinen Plan für, werden wir uns dann natürlich anschauen. Aber das hier ist eine komplette Box von 36 Minifiguren der Serie 22, komplett und neu verpackt. Insgesamt habe ich also für diese ganzen Sets zusammen knapp 230 Euro ausgegeben und das nur, um die Dinge einfach ein bisschen früher zu bekommen, sonst kriegt man die ja ab und zu dann doch mal in guten Angeboten. Ja, damit würde ich sagen, war es das ja auch schon mit dem allerletzten Haul-Video für 2021, vielleicht. Ich werde mich natürlich beeilen, dieses Set so schnell wie möglich vorzustellen, weil ich freue mich natürlich genau drauf. Falls euch Hoth generell interessiert, dann schaut auch gerne mal in diesem Video hier unten vorbei. Da packe ich nämlich eins der größten Lego-Sets aller Zeiten aus, nämlich den UCS AT-AT von 2021. Und falls ihr eher ein Freund der Minifiguren seid, schaut auch gerne an dem Video hier vorbei. Da packe ich nämlich jede einzelne Minifiguren-Serie aus, die jemals rausgekommen ist. Ansonsten danke euch fürs freundliche Zuschauen, habt einen wunderschönen Tag, bis zum nächsten Mal und ciao.